Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem, ja, es ist kein neues Projekt, aber es ist ein Projekt, das ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe, was ich jetzt wieder nicht regelmäßig, aber in doch einer gewissen Regelmäßigkeit wieder aufgreifen möchte, und zwar das Pokémon-Sammelkartenspiel, beziehungsweise das Pokémon-Sammelkartenspiel online, was ja quasi das Pokémon-Sammelkartenspiel ist. Ich habe hier im Moment noch, ich gehe jetzt auch gleich in den Versus-Mode, wir können ja, während wir unser erstes Spiel spielen, etwas darüber sprechen. Ja, ich habe im Moment leider nur ein kompetitives Deck, weil ich recht lang ausgestiegen war, sowohl im Real Life als auch aus dem Online-Spiel. Und ich habe jetzt wieder angefangen, ja, zu sammeln, das habt ihr ja mitbekommen. Warum hat es sich jetzt aufgehängt? Kann es bitte nicht? Kann es? Hallo, danke. Sehr gut. Kopf. Hab ja jetzt wieder angefangen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Entsprechend habe ich dann auch wieder mit dem Online-Sammelkartenspiel angefangen, hab mir jetzt das erste Deck gebaut. Das war damals mein Lieblingsdeck, das Volcanion, beziehungsweise Volcanion EX-Deck. Was meiner Meinung nach ziemlich stark, wenn nicht etwas zu stark ist. Was hat der? Der hat ein Volvarok-Deck. Okay, damit müsste ich arbeiten können. Damit sollte ich klarkommen, einigermaßen. Ich ziehe gerne noch eine Karte. Na, Energie, okay. Lass mal schauen, ob wir... Nee. Mist. Na, er holt jetzt eh ein zweites Pokémon. Das ist praktisch, wenn die mit so einem schwachen ersten Pokémon anfangen, dann nichts auf der Bank haben. Du kannst, wenn du dann gerade mit Kampfgeistgürtel, einem Volcanion EX auf der Bank, kannst du das One-Hitten in der ersten Runde. Und damit das Spiel gewinnen. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, übrigens. Oh, es ist jetzt schwer. Ich kann so schlecht erklären. Also Ziel des Spiels ist, hier alle Preiskarten, das sind meine Preiskarten, das sind die Preiskarten des Gegners, zu gewinnen. Wenn wir ein gegnerisches Pokémon besiegen, das ist das gegnerische Pokémon, das hat KP. Wenn die KP auf 0 sind, ist es besiegt. Wenn wir ein gegnerisches Pokémon besiegen, dürfen wir eine Preiskarte nehmen. Wenn wir ein gegnerisches EX oder GX Pokémon besiegen, dürfen wir zwei Preiskarten nehmen. Wer zuerst keine Pokémon auf der Bank, also das hier ist die Bank, da können 5 Pokémon drauf, und auf dem Feld hat, hat verloren. Er hat auch verloren. Und warum? Ja, okay. Okay, nehm ich mal so hin. Ich mache das jetzt mal so. Hoffe ich auf mein Glück. Ich bin mal so dreist, gell? Ich erdreiste mich mal. Ah. Es hätte klappen können. Aber immerhin. Guten Schaden. Ich habe jetzt natürlich auf mein Volcanion EX und eine Feuerenergie gehofft. Vielleicht hätte ich auf Professor Platon gehen sollen. Den hatte ich ja auch auf der Hand. Dann hätte ich zwar meine ganzen Karten verloren, die ich auf der Hand habe. Ihr wisst, werf alle Karten ab, ziehe 7 neue. Allerdings hätte ich dann Feuerenergiekarten auf dem Ablagestapel gehabt, wo ich mit Powerheizer dann eine hier an mein anderes Volcanion hätte anlegen können. Auf der anderen Seite hätte ich eine Karte mehr gehabt. Das natürlich hätte ein Volcanion EX oder ein Tapu Lele sein können oder ein Hyperball, mit denen allen dreien ich jetzt gewonnen hätte. Er macht nichts, okay. Da ist übrigens Tapu Fala. Weiß gar nicht, warum ich das jetzt überhaupt noch mache. Guck mal, ich hab hier eine schöne Lilly-Karte. Nee, komm. Ich bin kein Arschloch. Wir beenden es einfach schnell. Ja, da hatte unser Gegenüber auf jeden Fall kein Glück mit den gezogenen Karten. Ich schaue, dass ich die Folgen auch alle so zwischen Viertelstunde und 20 Minuten packe. Es kann natürlich passieren, dass eine Folge etwas länger geht, weil einfach ein Match sich so lang zieht. Ich versuche auch ein bisschen Variationen reinzubringen. Das sind meine Standard-Decks. Ich habe ziemlich viele Themen-Decks.
ich kann auch zwischendurch mal Turniere spielen oder so. Weiteres Format mag ich jetzt nicht. Aber um da ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ich habe übrigens auch, ich gehe mal ganz kurz in den Shop, ich habe genug Münzen, um mir ein Ultra-Prisma zu holen, auch wenn morgen die neue Erweiterung rauskommt, wo ich eigentlich gern drauf sparen würde, aber ich will euch jetzt hier noch ein bisschen Pack-Opening-Action bieten, bevor wir ins nächste Match gehen. Warum lädt das denn gerade so langsam? Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass mein Internet gerade am Sterben ist, obwohl ich eigentlich die ganzen Daten auf meinem Computer habe. Würdest du bitte? Hallo? Bist du jetzt ganz... Danke! Was zum Geier? So. Dann hoffen wir mal auf einen guten Pull. Ultra Prisma hat ja ziemlich viele gute Pulls. Knackrack ist tatsächlich ein Deck, das ich auch mir sehr gern machen würde, weil es auch ziemlich stark ist. Da muss ich mal schauen. Vielleicht spare ich auch statt auf die neue Erweiterung auf das Knackrack-Themendeck. Da sind recht viele Karten, die ich für das Deck brauche, drin. Aber mal schauen. Okay, wir sind im Nachteil. Diese Runde. Diesmal gehe ich auf Zahl. Und wir gewinnen sogar den Münzwurf. Ich möchte nicht anfangen. Nein. Weil ich... Meine stärkste Karte... Oh. Wups, RIP. Mein Volcanion, das normale, kann mit einer Energiekarte angreifen. Das heißt, ich kann theoretisch, wenn ich als Zweiter anfange, kann ich direkt am Anfang angreifen und habe den ersten Schlag quasi. Was, immer ein sehr angenehmer Vorteil ist. Das ist, nicht Volcanion. RIP. So, jetzt, ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir nicht angefangen haben, sonst hätte ich direkt N gespielt, dann hätte er mit seinen Startkarten überhaupt nichts anfangen können. So kann er jetzt mit seinen Startkarten spielen, was er will. Okay, macht er aber nicht. Macht er aber nicht. Ist die Frage, ich spiele direkt N. Damit die Energiekarte gut ist, könnte sein, dass... Ja, RIP, ne? RIP. Er ist tatsächlich jetzt gar nicht so gut. Wir haben hier einen ziemlich langsamen Start erwischt. Ich meine, wir haben nochmal N, ja. Aber mit Kommandutan. Ja, es ist eine Karte, die willst du auf der Bank haben und nicht auf dem Spielfeld. Weil wir die eigentlich nur wegen der Fähigkeit im Deck haben. Jetzt kommt natürlich die Schnelldrehung. Oder nicht? Okay, jetzt kommt das Lichtsignal. Jetzt kommt es natürlich auch mit drauf an. Ah, das ist das Deck. Das Deck ist verdammt eklig. Das Spiel werden wir vermutlich auch nicht gewinnen können. Ich gehe direkt doch mal auf N, damit er die zwei Karten, die er jetzt gerade eben mit Lichtsignal geholt hat, nicht kriegt. Es ist... Eigentlich kann ich die Runde schon aufgeben, tatsächlich. Das wird nichts. Wir haben gerade einfach kein Ziehglück. Plus 20, 40 sind 80. Wir könnten theoretisch sein Kirlia one-hitten, wenn ich Tausch ziehen würde. Es gibt echt viele Karten, die mich jetzt weiterbringen würden. Mich würde jetzt ein Vulkanion, ein normales Vulkanion, würde mich jetzt sehr weiterbringen. Eine Tauschkarte würde mich jetzt weiterbringen. Ein Hyperball wird mich jetzt weiterbringen. Ich muss halt drauf hoffen, was ich jetzt topdecken kann. Da kommt das Galagladi. Warum auch immer dieses Deck. Ah, das ist es mit Vorhersage. Oh. Oh, eklig. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Dass er jetzt Bromley gespielt hat. Das ist tatsächlich... Aua, 60 Schaden. Tut natürlich ein bisschen weh. Hm. Was zur
150. Ich mach dir 80 Schaden. Geh ich hyper greedy? Er hat jetzt natürlich nur eine Handkarte. Das heißt, er muss hoffen, was er topdeckt. Ich gehe jetzt einfach mal für den Greed. Es ist richtig blöd wahrscheinlich. Aber ich hoffe auf die Preiskarte. Es ist ein Hyperball. Jawohl. Jawohl. Okay, das ist jetzt natürlich nice. Na, jetzt holt er sich wahrscheinlich... Ah, da kommt N oder Professor Platon. Professor Platon. Ja, da geht er für die 7 Handkarten. Let's go. Nein, er geht für N. Warum hat er sich dann gerade Professor Platon geholt? Es macht keinen Sinn. Oh, da ist Vulkanion. Da ist Vulkanion. Vielleicht können wir doch noch was machen. Je nachdem, was wir topdecken. Oh, mal schauen. Wahlband. Das ist natürlich... Das Galagladi ist verdammt eklig. Oh, ich hab die Schwäche nicht bedacht. Nee, komm. Das geben wir schnell auf und machen dafür noch ein Match. Dafür kriegen wir noch eins in die Zeit rein. Das hätte ich nicht mehr gewinnen können. Dazu wäre mein Aufbauspiel diese Runde viel zu langsam gewesen. Ich brauche halt ein gutes Setup. Das ist jetzt zum Beispiel auch kein gutes Setup, aber das ist was, womit man tatsächlich spielen kann. Jetzt passt mal auf, wie wir das machen. Wir machen das nämlich folgendermaßen. Wir spielen den Hyperball, werfen den anderen Hyperball und N ab. Holen uns Vulkanion. Jetzt seht ihr mal, was ich mit einem schnellen Setup meine. Spielen die Energiekarte, legen eine Energiekarte aus dem Deck an an Vulkanion, werfen die letzte auf den Ablagestapel, holen uns mit Platon 7 neue Karten. Können mit dem nächsten Elixier die dritte anlegen. Jetzt habe ich natürlich auf den Tausch gehofft. Mist. Das ist jetzt natürlich... Wir können uns mit N nächste Runde neue Karten holen, deswegen... Na, ich werde den Kampfgeistgürtel anlegen und meinen Zug beenden. Da wurde er wohl etwas überrascht. Von meinem schnellen Spielzug. Oh! Oh, da spielt er mir voll in die Karten, Leute. Damit spielt er mir ja voll in die Karten. Und dann natürlich. Das ist natürlich jetzt etwas eklig. Aber wir können mit der Spielfeldkarte uns noch einen Vulkanion holen. Dann haue ich mit seinem Spezialhammer seine Energiekarte weg. Dann kommen wir mit einem Dampfdruck. Ich spekuliere einfach mal. Ich muss spekulieren an der Stelle. Zwei Dampfdruck. Sechs Karten. Und damit kann ich nur 5 Karten ziehen. Ich gehe für N. Krieg den Leichtstein. Jawoll! Es reicht. Freunde. Achtung. Kann mit dem Vulkan ja noch einen Dampfdruck machen. Tauscht das Vulkanion raus gegen das Vulkanion. Und kloppt dem 200er Dampfgeschütz ins Gesicht. Oh, was für ein Zug, Freunde. Was für ein Zug war das denn bitte? Huh. Huiuiui. Ah. Oh. Da fühlt man sich ja gleich wie ein richtiger Profi. Seht ihr jetzt, warum ich sage, dass dieses Deck abnormal stark ist? Also ich meine, wie gesagt, ihr habt in dem Spiel davor gesehen, dass es
ja immer so ein bisschen aufs Glück ankommt. Natürlich, wenn man, aber das ist ja bei dem Kartenspiel normal, wenn man am Anfang keine guten Handkarten hat, dann hat man am Anfang keine guten Handkarten, ne? Dann hast du halt verkackt. Fragt er jetzt Octillery wieder zurück auf die Bank. Wir können jetzt aber schon direkt anfangen. Geht jetzt mit dem leichtscheinenden Jetschlag auf Volcania und nein. Zuerst zieht er neue Karten. Nee, er wird gleich Octillery zurückziehen, Jetschlag auf das Volcanion und das Volcanion machen. Mit 30 Schaden. Wie viel bufft denn die Kampfenergie? Ich habe die früher... Ups, die wollte ich nicht. Auch wenn das eine Safe-Karte ist. 20 weitere Schadenspunkte. Okay. Ich habe die früher recht oft gespielt, aber ich weiß nicht, warum ich das nicht mehr weiß. Da kommt der jetzt aber auch ein bisschen. Das könnte gleich wehtun. Okay, damit kann er meinen Volcanion natürlich one-hitten. Das ist jetzt tatsächlich etwas ungeil. Dafür ist er seine GX-Marke los. Das ist jetzt tatsächlich etwas ungeil. Ich pack das mit Leichtstein nach vorne, dass ich das gleich auswechseln kann. Mist. Mist. Das ist gar nicht gut. Ich... Hallo? Ruckel, ruckel. Ich würde gern... Okay, rüste ich dich aus und spiele Platon. Okay, dann mache ich das so. Das ist natürlich witzig. Wie spiele ich das am besten? Ich kann jetzt gleich das Volcanion wegkloppen. Wie viel macht der? 160. Dann wechsle ich mal durch auf das Volcanion, dass er das nicht one-hitten kann. Dann kann er eine Runde später nicht angreifen. Dann kann ich mit dem Volcanion kommen. Dann gehe ich auf Tortunator, auf seine Fähigkeit. Damit opfere ich natürlich wieder zwei Preiskarten auf seine GX-Fähigkeit. Kann dafür 5 Feuerenergiekarten aus meinem Ablagestapel beliebig an meine Pokémon ablegen. Ich tank jetzt natürlich erstmal seinen Angriff weg. Das ist gut. Oh, das ist gerade schwer. Okay. So viel dazu, dann muss ich auf Tortunator gehen. Ja, ich hab an der Stelle keine andere Wahl. Schauen. Eine Feuerenergiekarte, dann kommst du. Glaube ich, ich habe nur noch 20 Karten. Das ist natürlich nicht so gut. Na, ich glaube, ich mache die Runde mal etwas kürzer. Kriegst du 1, 2, 3 und du kriegst 1, 2. Gut. Damit haben wir jetzt wenigstens ein bisschen Setup. Jetzt ist natürlich das Problem, dass Tortunator schon eine 3er Rückzugskosten hat. Und ohne den Leichtstein oder Tausch jetzt erstmal da sitzt. Oh. Okay. Okay, das ist jetzt, ach so. Ja, da hat er sich wohl verklickt einfach. Das ist jetzt natürlich ungeil. Das ist jetzt natürlich ungeil. Was macht er? Warum hat er nicht... Weiß er, dass er... Okay. Vielleicht weiß er nicht, dass er...
damit wieder angreifen kann, wenn es auf der Bank lag, weil dann der passive Effekt von wegen kann nächsten Zug nicht angreifen, rückgängig gemacht wird. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich habe halt. Sette ich jetzt Tortunator ab? Es kann. Ich spiele mal Lilly. Ich will nicht zu viele Karten aus meinem Deck ziehen. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Machen wir es so. Vulkanian brauche ich ein bisschen mehr. Du machst 110. Du machst 160. Mit Kampfgeistgürtel kann ich 170 tanken. Das heißt, ich gehe jetzt für den Powerheizer. Gib jetzt dir und dir Energien. Ha, das ist gerade sehr anstrengend, weil der Gegner ein sehr starkes Deck hat. Ich meine, ich ja auch, sonst könnte ich ja auch nicht gegenhalten. Was ist das für eine Energiekarte? Die habe ich noch nie gesehen. Ah, eine Bestienenergie natürlich. Aber weiß er, dass Volverok keine Ultra-Bestie ist? Sie hat A, liefert eine farblose Energie und. Okay. Komm, geh doch weg mit Bromley. Es ist so, du versuchst dir irgendwas aufzubauen und dann kommt immer Bromley. Das ist eine Karte, die im Moment die Meta so hart dominiert. Da muss irgendwo noch ein Tausch drin sein. Da. Drauf gehofft, habe ihn natürlich nicht gekriegt. Natürlich habe ich ihn nicht gekriegt. Ah, wie mache ich das am dümmsten? Ich muss an Vulkanion anlegen. Der kann jetzt mit seinem Kack-Jet-Schlag mich die ganze Zeit so lange runterpoken, wie er will, weil ich das Vulkanion nicht wegkriege. Ah, ist das mies. Ist das mies. Okay, Karten, die mir jetzt weiterhelfen, sind Tausch, Leichstein und Bromley. Müssen alle noch da drin sein. Ich habe noch 10 Karten. Da müssen noch 3 Bromleys drin sein. Oder nicht? Habe ich nur zweimal Bromley im Deck? Dann muss auf jeden Fall noch Tausch drin sein. Muss volles Risiko gehen. Ich habe nur noch 11 Karten. Da ist der Tausch. Gut, dass ich volles Risiko gegangen bin. Damit ist er jetzt nämlich sein Moskito los. Ich leg mal noch an Tortunator die Energie an. Weil jetzt es nämlich 2 Energien los ist. Allerdings habe ich in einer Energie kann ich wieder 160er Schaden machen. Lilly und Bromley, da ist Bromley. Okay, das ist jetzt sehr gut. Das ist jetzt sehr gut. Wir sind wieder auf der Gewinnerstraße, Freunde. Ich meine, er kann uns jetzt mit Jetschlag, nein, kann er nicht, aber mit Bromley. So, wir haben 130 Schaden. Kommen wir auf 160. Wir haben eine Feuerenergiekarte. Ich muss das Volverok wegboxen. Komm, ich hab 160 mit Kampfgeistgürtel. Das reicht, Freunde. Das reicht.
Zack. So, dann kommt Volvarok raus, jetzt kommt Tortunator raus. Und wir haben's! Wir haben es! Oh mein Gott, Freunde, was war das bitte für ein Anfangsspiel? Was war das bitte schön für eine erste Folge? Meine Nerven. Also, für das Spiel will ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben sehen, Freunde. Also, für das Spiel will ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben sehen. Ansonsten, um nichts weiteres mehr zu verpassen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.